Nach Nemanja Selenovic kommt ein weiterer Neuzugang in der laufenden Saison zum SC Magdeburg. Da Jurenatek und Andreas Rujewski verletzungsbedingt auf ihrer Position pausieren müssen, kompensiert dies der SCM mit einer weiteren Verstärkung im rechten Rückraum. Dafür wurde der 27-jährige Jens Schöngard verpflichtet. Marc, es gibt neue Nachrichten, es gibt gute Nachrichten. Wir haben einen neuen Spieler. Ja, das hoffe ich. Also erstmal wünsche ich natürlich allen SCM-Zuschauern noch ein gutes neues Jahr und dass wir das möglichst erfolgreich absolvieren. Ja, wir können vermelden, dass wir heute Jens Schöngard unter Vertrag genommen haben bis zum Ende der Saison. Ich glaube, wer die letzten Wochen gesehen hat, hat gesehen, dass wir natürlich sehr froh sind, dass Eleni da ist. Aber die Belastung ist einfach zu hoch. Das heißt, wir haben als Linkshänder Nemanja, wir haben Alexander Saul und Robert Weber. Und das ist einfach zu dünn. Wir wissen alle, Jurenatek schwere OP gehabt. Wissen wir noch nicht, ob er die Saison wiederkommt. Und auch bei Andreas Rujewski ist es so, dass er sehr lange jetzt verletzt ist. Momentan zeigt sich zwar, dass es wohl in die richtige Richtung geht, aber wir müssen einfach zusehen, dass wir den Kader absichern. Wir haben in der Rückrunde noch einiges vor. Wir haben ein bisschen was aufzuholen in der Liga. Wir haben Final Four vor der Brust, wir haben Europapokal. Und da war es einfach unser Ansinn, qualitativ eben nochmal nachzulegen, um einfach das Thema abzusichern. Wie kompliziert war es, ihn loszueisen? Ja, das ist sicherlich nicht einfach gewesen, aber waren sehr intensive Wochen. Aber ich möchte mich an der Stelle auch nochmal beim TuS N bedanken, die da sehr kooperativ waren. Und als wir den ersten Kontakt zu Jens aufgenommen haben, war eigentlich von Anfang an klar, das hat man gemerkt, er will unbedingt, auch wenn er nächstes Jahr dann nach Göppingen wechseln wird. Er hat einfach gesagt, SCM war für ihn ein Jugendtraum und jetzt haben wir 5,5 Monate die Gelegenheit. Und für uns war halt wichtig, dass wir einen Spieler für uns binden können, der A, die Liga kennt, der keine Sprachprobleme hat und der aus dem Stand helfen kann. Und das noch für 5,5 Monate, das ist nicht einfach und ich glaube, wir haben hier einfach die optimale Lösung finden können. Noch vor seinem ersten SCM-Training trainierte Jens Schöngard im Live im Herrenkrug. Hallo Jens, da sehen wir ja ein völlig ungewohntes Gesicht hier in diesen heiligen Hallen. Herzlich willkommen in Magdeburg. Wie kommt es denn dazu, dich hier zu sehen? Ja, vielen Dank. Ich dachte, ich nutze die Zeit mal der Europameisterschaftspause und trainiere mich mal ein bisschen fit hier. Quatsch beiseite. Ich bin seit heute Mitglied der SC Magdeburg-Familie und ohne Fleiß kein Preis und jetzt ist wichtig, genug Kraft zu tanken. Hier sind ja super Voraussetzungen dann für die Rückrunde. Die SCM-Familie wird es mit Sicherheit freuen, dich hier zu sehen, auch als Verstärkung Rückraum rechts. Wie kamst du zu diesem plötzlichen Wechsel und an deiner Zukunft wird es ja, denke ich, nichts ändern? Ja, stimmt. Ab Sommer bin ich bei Frischhoff Göppingen unter Vertrag. Der SCM ist auf mich zugekommen vor ein paar Wochen. Und habe mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, noch bis zum Saisonende auszuhelfen, da ja das ein oder andere Problemchen auf der Position besteht. Das habe ich mir natürlich sofort angehört und natürlich interessant. Ich meine, jeder, der weiß oder dieses Logo kennt hier auf dem Mikrofon, der weiß, dass der SC Magdeburg eines der Aushängeschilder in der ganzen Handballwelt ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland oder in Europa. Und haben viele große Spieler da gespielt und ich versuche jetzt meinen Teil dazu beizutragen und freue mich natürlich auch darauf, in der GTEC Arena spielen zu dürfen. Und dann diesmal mit dem Publikum im Rücken und nicht dagegen. Jens, da stehen große Aufgaben an, international, aber auch national. Wie ist die Stimmung? Ja, das ist natürlich voller Vorfreude. Nichtsdestotrotz ist es jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, dass ich mich so schnell wie möglich integriere. Ich kenne ja schon viele Jungs, mit Matze Musche war ich letztes Jahr in Katar bei der Weltmeisterschaft schon und mit Dario habe ich ja schon in Lübeck zusammengespielt, kenne ich auch aus der Junioren-Nationalmannschaft, da sind wir zusammen auch Weltmeister geworden und viele andere Spieler sind mir auch schon gut bekannt und ich glaube, das sind alles gute Jungs, da freue ich mich sehr drauf. Wichtig ist jetzt, dass ich so schnell wie möglich mit dem System vertraut werde und dann freue ich mich auf eine hoffentlich sehr spannende und vor allem erfolgreiche Zeit. Zuletzt spielte der 27-Jährige beim TuS N Lübbecke. Schon seit seiner Kindheit steht er mit dem SC Magdeburg in besonderer Beziehung. Kind war ich logischerweise auch in diesem SC Magdeburg-Bahn, auch wenn Freiburg so ein bisschen südlicher liegt, geografisch gesehen von Magdeburg. Aber meine Eltern haben mir, oder mein Partneronkel hat mir damals ein Stefan Kretschmer-Trikot geschenkt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Größe ist, M oder S oder L, keine Ahnung. Und ich saß Dienstagabend mit meinen Eltern vorm Fernseher, damals noch DSF. Und wir waren eigentlich
die Ergebnisse meistens ziemlich egal. Ich war immer nur fasziniert davon, wenn der Hallensprecher nach dem Tor von Joel Apathy seinen Vornamen gerufen hat, weil die ganze Arena dann immer so ausgerastet ist. Und das ist so eine bleibende Erinnerung, die ich dann einfach ja, schon von früher mich geprägt habe oder mich mit dem Verein dann auch in Verbindung gebracht hat. Somit verstärkt ebenfalls ein erfahrener Handballspieler den SC Magdeburg für die laufende Saison. Also wir betrachten die Linkshänder in Summe. Und da haben wir eben momentan Nemanja und Alexander Saul, der auch seine Verletzungsprobleme hatte, auch die letzten Wochen nicht spielen konnte, und Robert Weber. Und da sind wir einfach in Summe zu dünn aufgestellt. Und wenn es im Februar losgeht, haben wir jeden dritten Tag ein Spiel. Und ich glaube, da tut es uns sehr, sehr gut, wenn wir da einfach ein bisschen breiter aufgestellt sind und mit Jens eben einen erfahrenen Bundesligaspieler haben. Alex wird auch weiterhin seine Möglichkeiten bekommen, aber wir müssen einfach uns auf die Aufgaben vorbereiten, die vor uns stehen. Und da kann es nur gut sein, wenn Jens dabei ist, wenn Alex fit ist und wenn vielleicht auch Andreas Rojewski in absehbarer Zeit dazu stößt. Wie gesagt, wir haben noch einiges vor und das kann Magdeburg von uns erwarten, nachdem es der Hinserie nicht so gelaufen ist, dass wir versuchen, alles auf die Straße zu kriegen, was wir an PS haben. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass Jens zu uns kommt. Der SC Magdeburg darf nun die Nummer 33 herzlich willkommen heißen.